Hallo zu einem neuen Video. Am 9. September 2022 habe ich mir mein Boot hinter mein Wohnmobil gehängt und bin Richtung Rügen aufgebrochen. Auf Rügen wollte ich mich mit meinen Angelkollegen Steffen, Philipp und Arne, der auch ein Boot mitbringen würde, treffen. Steffen war schon vor mir in Schabrode. Wir brachten mein Boot ins Wasser und organisierten beim Hafenmeister zwei Liegeplätze. Nachdem wir das Boot im Liegeplatz hatten, brachten wir den Trailer und das Wohnmobil zum Campingplatz und warteten auf Philipp und Arne. Als die beiden angekommen waren, brachten wir das Boot von Arne sofort ins Wasser und machten uns auf den Weg. Wir hatten uns vorgenommen, ausschließlich auf Barsch zu angeln. Ich persönlich habe nicht einen einzigen Big Bait oder speziellen Hechtköder mitgenommen. Auch meine Ruten, die ich mitgenommen habe, die waren ausschließlich für Barsch gedacht. Natürlich haben wir uns vorher ein wenig über aktuelle Fänge informiert, wobei wir gehört hatten, dass der August ein wirklich sehr guter Monat zum Barschangeln gewesen ist und der Zeitraum, in dem wir jetzt gerade am Start sind, wohl auch immer noch gut ist. Es wurden wohl viele Barsche gefangen, aber die Durchschnittsgröße, die war etwas zurückgegangen. Auf YouTube gibt es so viele tolle Rügenbarsche zu sehen. Die besten Videos sind meistens mit einem Kameramann an Bord gefilmt. Wir haben nur eine festmontierte Kamera und eine auf der Brust. Deshalb sehen viele Aufnahmen gleich aus. Und weil wir sehr viele Barsche gefangen haben, werde ich lange nicht alle Barsche hier zeigen. Das wäre nämlich todlangweilig. Trotzdem habe ich versucht, aus den vielen, vielen Aufnahmen, die hier jetzt entstanden sind, einen vernünftigen Film zusammenzuschneiden und einige Sachen für Leute, die es noch nicht ausprobiert haben oder Angelanfänger, zu erklären, wie ich es mache. Zum Beispiel wollten wir ausprobieren, ob es auch in Bottengewässern Sinn macht, mit mehr wie einer Anbestelle pro Route zu angeln. Das sind Methoden, die bei uns in Schleswig-Holstein in einigen Wässern wirklich erfolgreich sind. Sie lösen bei Barschen oft Futterneid aus und so kommt es dann in schwierigen Situationen manchmal doch noch zum Anbiss. In Küstengewässern sind zwei Anbissstellen erlaubt und so testete ich zum Beispiel Spinjig mit vorgeschaltetem Gummifisch oder wir montierten auch Dropshot mit zwei Anbissstellen. Und jede Menge Kraut. Wie immer. Ja, mit dem treibenden Kraut, da muss man im Bottengewässer natürlich mit klarkommen. Das ist nicht jedermanns Sache. Das stört natürlich beim Angeln mit Hardbaits. Das verfängt sich oft in den Drilling und bleibt vor dem Köder hängen. Aber das muss man in Kauf nehmen. Dafür angelt man in einem super Gewässer, wo jederzeit ein richtig guter Fisch beißen kann. Da habe ich ihn. Wieder auf den Spinnweg. Na, da war schon wieder. Auf Entfernung, nach dem Auswerfen, da faulenze ich die Spinnjigs meistens. Wenn ich sie dichter ans Boot rangeführt habe, dann fange ich an zu zupfen. Und wenn ich dicht am Boot angekommen bin, dann folge ich dem Köder Richtung Grund mit der Rutenspitze. Wer jetzt meint, die Angeltechnik, die sieht fast aus, als wenn man zockt oder sogar pilgt, der hat gar nicht mal Unrecht. Aber ich habe Erfolg. Da war er. Ah, weg. Und nochmal, da ist er. Der ist besser, Steffen. Der sieht besser aus. Ist er auch. Oh, komm rein. Das ist ein schöner Barsch. Ne? Sehr schön. Du fängst ja alle
hier vorne ein Hochwasser. Ja, also hier vom Fahrwasser und dann die Kante hoch, ne? Aber auch das normale Faulenzen mit dem Spinjig auf Entfernung war erfolgreich. Da, Fisch. Der jetzt nicht an der Kante war. Gibt's nicht, Stefan. Ja, wir hatten die Barsche gefunden, aber sie waren wirklich sehr klein. Ein kleines Stück mitgeschwommen. Tatsächlich bisher jeder Wurf, ne? Erster Wurf mit dem Jigspinner. Sehr schön, Arne. Das sieht aber gut aus, ne? Man beachte mal das wechselnde Wetter, was wir am ersten Tag hatten. Erst bedeckt. Dann kurz Sonne. Das sieht gut aus. Und im Hintergrund erkennt man, dass es gleich vorbei sein wird mit der Sonne. Sehr schön. Ja. Glückwunsch. Das ist doch ein Fisch. Bleiben wir jetzt hier? Oder? Da kann man ja schon Barsch zu sagen, wa? Ja, was hat er, 40? Ja. Hat er, ne? Sauber, Arne, Glückwunsch. Danke. Sauber. Toller Fisch. Dann hatten wir etwas mehr Wind, Nieselregen. Die Barsche interessierte das gar nicht. Die bissen weiter. Das ist die Deep Crank, die ich hier habe. Hoffentlich schwimmt er jetzt nicht in deine. Jawohl. Vielen Dank. Über den gesamten ersten Tag hatten wir ein Jacke an, Jacke aus Wetter. Da, Fisch. Gut, ersten guten Barsch versaut. Doch, im Kraftstecker. Du sagst, das sind keine Fische, ey. Erzähl doch nicht sowas. Ich sag nichts mehr. Dein Echolot ist kaputt. Hier fischt Steffen Dropshot mit zwei Anbüsten. Eigentlich jeder Wurf Treffer. Und das, wo ich gerade auf größere Köder gar nichts fing. So, jetzt lag das gleich. Jetzt lag das aber gleich. Irgendwann hat er auch mal genug. Ich glaube ja, so ein kleines Grinsen in meine Richtung da zu erkennen. Aber Steffen hatte wirklich den Köder gefunden. Speziell ein kleiner roter Krebs war äußerst erfolgreich. Auf dem anderen Boot wurde ähnlich gut gefangen wie bei uns. Da wir auf dem Campingplatz noch grillen wollten, beschlossen wir, diesen sehr erfolgreichen ersten Tag abzubrechen und nach Hause zu fahren. Diese schöne Abendstimmung entschädigte uns auf dem Rückweg dann für so manche Wetterkapriole, die wir über Tag erlebt haben. Kurz vor Sonnenuntergang waren wir dann auf dem Campingplatz angekommen. Ich genoss noch einen schönen Ausblick aus meinem Kastenwagen. Anschließend gab es lecker Wurst und Fleisch vom Grill, dazu einige leckere Getränke. Am Ende genossen wir den tollen Sonnenuntergang und freuten uns auf den nächsten Angeltag. Am nächsten Morgen fuhren wir dann bei wenig Wind und ähnlichen Wetterbedingungen wie am Vortag Richtung Angelplätze. Wir waren früh unterwegs und hatten uns vorgenommen, dass wir eventuell den Schabroder, den Wieker, den Brezer, vielleicht sogar bis in den Bregerbotten versuchen wollten. Einfach mal sehen, wo was geht. Da, Fisch.
Die hätten jetzt wahrscheinlich auch alles genommen. Aber Größe? Ja, ich glaube nämlich. Zuerst versuchten wir es in der Nähe der Wittower Fähre. Dort fingen wir zwar Fische, aber die Größe stimmte nicht und wir waren nicht so recht zufrieden. Deswegen machten wir den nächsten Versuch im Wiekerbodden. Scheinbar hatte die starke Strömung viele Quallen und wahrscheinlich auch Salzwasser in den Wiekerbodden gedrückt. Wir haben dort nur einige vergebliche Würfe gemacht und sind wieder zurück zur Fähre gefahren. Inzwischen hatte ich auch das Fischen mit einem Beifänger über dem Hauptköder aufgegeben. Ich habe nicht gemerkt, dass mir das irgendwelche Vorteile gebracht hatte. Der erste auf dem Blade. Es gibt von einigen Herstellern solche Rattling Blades, die kann man hervorragend durchs Mittelwasser oder am Grund längs zupfen, so wie ich es hier mache, funktioniert klasse. Auch hier beim Absinken lassen wieder schön mit der Rute folgen, dann klappt das. Jawohl, wieder auf den Blade. Oh, der sieht besser aus hier. Ich versuche mal mein Glück. Das ist der nächste Wurf nach dem Gefangenenbarsch und wir hatten wahre Barschmassen unter dem Boot. Da war Biss. Ja, nimm ihn nur. Ich hab Biss. Oh, guck mal. 100 Barsche. 100. Und Steffen hier, guck mal. Nur mal so nebenbei bemerkt, ne? Warte mal, ich muss mal. Alter Schwede, ey. Zeitpunkt ist er an der richtigen Stelle. Dafür ist er so groß geworden. Da. Der sieht auch gut aus. Es waren hauptsächlich kleine Fische unter dem Boot. Deshalb versetzten wir noch mal einige Meter. Und ich probierte noch mal die vormontierte Rute mit dem Spinnjig und dem Beifänger darüber. Da erwischt er ihn doch noch, du. Beim dritten Mal, du. Das ist immer schwieriger. Ja. Da. Das sind zwei, deswegen fühlt sich das so gut an. Kriegen. Ich habe meine Schnur hinten raus gerade. Jo. Ich glaube, ich habe einen guten Fisch. Ja. Schöner Fisch. Ah ja, gut, Petri. Da war wieder Biss. Da wieder. Und ich habe jetzt habe ich einen besseren, glaube ich. Jawohl. Ich vermute, ich kann mich täuschen. Wenn das nicht zwei sind, ist eine. Ah, so groß ist er nicht, aber er ist ein schöner Fisch. Dankeschön. Vielleicht. Heute ist mal andersrum. Ja. Ja, das weiß ich nicht. Aber wir fangen eigentlich regelmäßig vor der Aktivität. Ja. Zeit lang waren wir noch ruhiger. Also ich denke. Also, wir haben viel gesucht irgendwie. Wir hatten die ja, wie gesagt, so ein bisschen freiwassermäßig fast. Wir haben die meisten eher im Mittelwasser fast gefangen. Ne? Und ja, dann mit einmal Schwarm weg und. 85. Naja, er kommt willig mit, aber er macht schon Druck. Ne?
Also er will auf diese Seite. Sehr praktisch. Ja. Ich weiß nicht, ob er gut ist. Zu Anfang war er sehr gut. Jetzt gibt er wieder Gas. Jetzt gibt er Gas. Komm, bleib dran. Das ist ein guter. Ja, sauber. Petri, danke schön. Sehr gut. Ups, hier. Jetzt probier ich mich wieder. Beide Boote sind dann nochmal ein ganzes Stück gefahren und haben dann neue Plätze im Fahrwasser gesucht. Und in beiden Booten wurde weiter. So schlecht ist er ja auch gar nicht. Ne? Wieder roter Krebs. Ich glaube, von den letzten 7 Fischen waren 6 auf den. So, nur hängen wieder 30 Liter dran. So, Steffen, du fängst nichts. Ich fahre jetzt zur anderen Seite. Ob du nur willst oder nicht. Ja, mach das. Ich habe hier nur mal einen roten Chatterbait probiert gerade. Ich habe ja jetzt mal so ein bisschen hier rumgeforscht eben, ne? Ja. Und habe meine alten Spuren gesehen, wo ich schneller lang gefahren bin. Ja. Zickzack. Da waren manchmal nur 2-3 Meter. Okay. Ja, das ist ja alles gut, 2-3 Meter. Nee. 2-3 Meter Abstand auf 0,8. Ach so, ja. Okay. Ja, die Tonnen liegen nicht umsonst so eng zusammen, ne? Ja, sonst fahren wir da wieder hin. Da haben wir ja gute Fische gefangen. Du meinst da auf 0,6, ne? Nee, da fahre ich nicht nochmal hin. Am Ende des Tages waren einige Barsche zwischen 38 und knapp über 40 cm gefangen. Obwohl die richtig großen Barsche in unserem Boot noch fehlten, waren wir durch die Anzahl der gefangenen guten Fische mehr wie zufrieden. Wir hatten noch 2 Tage vor uns. Das andere Boot, Philipp und Arne, hatten leider nur noch einen halben Tag Zeit zum Angeln. Deshalb erlebten sie leider unseren letzten Urlaubstag nicht mehr mit. In der Nacht zum letzten Angeltag, da kam Wind auf und der Wind, der hat die Barsche in irgendeiner Weise zum Beißen verleitet. Deshalb erlebten Steffen und ich am letzten Angeltag einen schwierigen Angeltag, aber wir haben ganz tolle Fische in großer Anzahl auch größere Barsche gefangen. Wenn ich das alles in diesem Video noch berichten sollte, würde der Film wirklich zu lang und auch zu langweilig werden. Deshalb splitte ich das jetzt hier mal und es wird einen zweiten Teil von unserer Rügenreise geben. Wir beendeten den schönen Angeltag und machten es wie am Vortag. Warm für heute. The last one. Ein sehr schöner. Ja. Und tschüss. Hat er gesagt. Jo. Schön. Ende. So, auf zum Grillen und zum Bier oder was? Auf zum Bier und zum Grillen. So, sehr gut. Ich hoffe, einigen von euch hat dieses Video gefallen. Wenn das so ist, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da oder abonniert sogar meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute und bleibt gesund.